beim letzten Mal. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits and bring it back. Und dann wird es gruselig. Und so geht es weiter. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Seid ihr bereit für das Ocean House Hotel? Ich weiß, dass ich es bin. Dann mal ran an den Speck. Ist ein bisschen außerhalb der Stadt, wie es aussieht. Und das ist es, das legendäre Ocean's Hotel, in dem es spuken soll. Kannst du bitte nicht das Haus wegfahren, in dem ich den Schlüssel geholt habe? Danke. Gehen wir rein. Ich hasse Poltergeister. Ziemlich aufpassen, weil hier so ziemlich alles uns an den Kopf fliegen kann. Was? Ja, man muss echt aufpassen. Jeder Scheiß will uns hier an den Kopf fliegen. Da kommen noch irgendwelche Geistermassenmörder. Was liegt denn da? Eine Zeitung. Ocean House brennt. Behörden rätseln über Ursache des Infernos. Komischer Sound, bug gerade mal kurz. Spielt doch hier nicht Thief 2014. Ah, die Vase will uns auch töten. Vergiss es, Missy. Ich will nur die Zeitung lesen. Große Eröffnung. Santa Monica feiert das neue Ocean House Hotel. Ich werde mal versuchen, mein Kommentar so ein bisschen aufs Minimum zu beschränken hier. Vergiss es, Tischlampe, um die Atmosphäre nicht zu sehr zu sabotieren. Na komm. Ach, verdammt. Ja, es ist teilweise wirklich schwer, den Poltergeist-Gegenständen auszuweichen. Boah. Ja, ich merke das schon, dass er mich umbringen will. Familie vermisst. Feuerwehr sucht im Ocean House nach Überresten.
Zum Glück heilt unsere Lebensenergie von alleine irgendwann. Da stören die Poltergeist-Gegenstände nicht zu sehr. Solange sie nicht zu frequent auf uns treffen. Nee, der Fahrstuhl scheint nicht zu funktionieren. Ah, gehen wir mal die Treppen hoch. Was sollte da schon schief gehen? Hier sind teilweise neue Hintergrundsounds drin, die damals zumindest noch nicht drin waren. Lady? Poltergeister. Ah, jetzt ist der Weg verschlossen worden. Müssen wir halt einen anderen finden. Hotelhölle. Abgetrennter Kindskopf im Hotelwaschraum gefunden. Wurde auch schon lange nicht mehr geölt. Ja, Kindskopf in Waschmaschinen gefunden. Okay, das ist ziemlich cool. Das gab es damals auch noch nicht, dieses Geräusch, dass etwas in der Waschmaschine rotiert und Pong-Pong-Geräusche macht. Zum Glück kein Kindskopf, aber ein Schlüssel zum Heizungskeller. Ma'am, ich würde Ihnen ja gerne helfen, wenn Sie nicht immer von mir wegrennen würden. So, der Heizungskeller war hier irgendwo um die Ecke rum. Dann müssen wir erstmal wieder den Strom hier anschalten. Relativ düster. Ganz ruhig, wir sind ein übernatürlicher Untoter. Nichts kann uns was anhaben. Das sind nur Geister. Nur Geister. Das ist nur ein Heizungskeller, der völlig durchdreht. Aber hey, wir haben Licht gemacht.
und sollten jetzt den Fahrstuhl benutzen können. Das Gemälde würden schon wir umbringen. Was war das für ein matschiges Geräusch, ey? Okay, ich gebe zu, das Geräusch ist eklig. Boah, ja, ich bin ja gleich raus aus diesem Raum. Ist ja widerlich. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist eklig. Stufe 10, das können wir nicht knacken, das können wir vergessen. Ich glaube, kaum ein Charakter kann zu diesem Zeitpunkt einen 10er-Skill haben. Und jetzt wollen uns auch schon die Telefone umbringen. Noch eine Leiche. Das zweite Kind wurde zerhackt wie Brennholz. Aua. Es ist abgebrannt, das sieht das hier aber noch relativ gut aus. Okay, das sieht schon nicht mehr ganz so gut aus. In meiner Version damals konnte man hier die Feueraxt finden als Waffe. Ich glaube, das hat sich mittlerweile aber geändert. Oh, da hinten leuchtet was. Das könnte auch nur ein Schlüssel sein. Jep, Schlüssel fürs Obergeschoss. Verschwinde. Ja, ich verschwinde, sobald ich den Gegenstand gefunden habe, wegen dem ich hergekommen bin. Mal nicht von irgendwelchen Möbelstücken getroffen werden. Ich überlege, ob das Ganze hier auch so ein bisschen vom The Shining beeinflusst wurde. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Ich gehe stark davon aus, dass es davon inspiriert wurde mitunter. Oh, jetzt erstmal ein Bier hier, ne? Eine Bier-Blut-Cola. Und wenn das hier The Shining wäre, würde ich jetzt mit einem Geist von, würde ich mich jetzt von einem Geist bedienen lassen. Gib mal einen Whisky!
Selbstjustiz. Ocean House Mörder, vielleicht Schuld am Inferno? Dann mal rein in den Dumbwaiter. Wie heißen die Teile eigentlich auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Halt die Dinger, die sie im Hotels und wo auch immer benutzen, um Essen von oben nach unten zu fahren. Von der Küche in die weiterführenden Räume. Ich empfinde dieses Klavier-Intermezzo, nenne ich es mal, nicht unbedingt als passend. Also das gab es damals nicht. Also Stille fand ich ein bisschen effektiver, muss ich sagen. Aber wir haben mal wieder ein Tagebuch mit äußerst kleiner Schrift, immerhin nicht so lang wie das von Lilly. Die verkohlten Überreste eines Tagebuchs. 30. Mai 1958. Bin eben hier im Ocean House eingetroffen. Wir machen eine Woche Urlaub in Santa Monica und Ed hat uns ein Zimmer zur Eröffnung des Hotels gebucht. Es ist wunderbar, nahezu märchenhaft. Die Kinder sind schon den ganzen Nachmittag im Wasser. 31. Mai. Die ersten beiden Tage waren geradezu perfekt, außer dass Ed nicht aufhört, mich nach dem Medaillon zu fragen, das ich von meiner Mutter bekommen habe. Er scheint zu glauben, ein Verehrer hätte es mir geschickt. Ed kann sehr süß sein, aber manchmal übertreibt er es mit seiner Eifersucht. Hoffentlich geht es ihm morgen besser. 1. Juni. Heute scheint die Sonne und es ist nicht eine Wolke am Himmel. Ed scheint leicht gereizt. Er grübelt ständig, wer mein neuer Freund sein könnte. Manchmal ist er schon komisch. 3. Juni. Heute Morgen gab es ein Picknick für die Hotelgäste. War recht imposant. Ed hat schlechte Laune. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um ihm klarzumachen, dass er meine einzige und wahre Liebe ist. Bloß als er mit dem Platzwart gesprochen hat, ist er ein bisschen aufgetaut. Männer. 4. Juni. 2 Tage haben wir noch, dann geht es endlich nach Hause. Ed redet weder mit mir noch mit den Kindern, und ich habe ihn des Öfteren dabei ertappt, wie er im Bad mein Medaillon anstarrte. Ich mache mir Sorgen, dass es eine Art Nervenzusammenbruch sein könnte. Ich habe ihm vorgeschlagen, nach Hause zu fahren, aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Er würdigt mich keines Blickes. Ich will einfach nur nach Hause. 5. Juni. Ed ist heute schon früh weggegangen und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wenn er in einer Stunde nicht zurück ist, lasse ich den Hotelmanager rufen. Obwohl ich es ihm verboten hatte, ist Ed Jr. im Keller nach ihm suchen gegangen. Ich schicke Tiffany nach unten, um ihn zu holen. Wenn... Moment, es klopft an der Tür. Oh mein Gott, Ed voller Blut, will mich umbringen, hat mich ins Bad gesperrt. Er ist verrückt, schreit, wir werden ewig zusammen sein und er wird mich nie hergeben. Bitte hilf mir irgendwie... Wo bekommt man hier eigentlich ein gutes Sandwich? Kein Luftschacht der Welt wird mich aufhalten. Gehört zum Vorsichtigsein noch ein leckeres Sandwich? Bitte.
Da ist die Feueraxt. Die nehmen wir doch mal mit. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht unsichtbar werden. Muss ich runterfallen. Und wir sind in den Hotelzimmern angekommen. Das ist ein schönes Detail. Ich glaube, die gab es damals auch nicht. Die Spieluhr. Bisschen abwechslungsreich. Zu dem ganzen Terror wollte ich sagen. Boah, Gänsehaut, ey. Wie die Stimmung hier einfach mal von links nach rechts umschwingt. Ziemlich cool. Und es ist ziemlich dunkel hier. Aber wir halten uns ja nicht zu lange an den dunklen Orten auf. Da dürftet ihr noch was sehen. Oh, da ist wieder die weiße Frau. Ah, und alles um uns herum explodiert und fliegt uns an den Kopf. Moment, durch Auspacks kann ich da auch im Dunkeln sehen, oder? Ja, das ist ein bisschen besser. Stimmen in mir reagieren auch schon auf diesen Ort und seine spirituelle Bewandtnis. In dieser Truhe war auch damals die Stimme. Das wäre sehr verbrannt aus. Wenn ich gerade die Geisterflammen ausbrechen.
So, jetzt aber raus hier. Bloß raus hier. Wir haben die Halskette gefunden von ihr. Von der Frau aus den Tagebüchern. Und sagen Tschüss, Ocean House Hotel. Tschüss. Das war ein crazy Trip. Ich hätte gern immer noch ein Sandwich. Sagt er unsere Erfahrungspunkte 13 Stück schon wieder? Ich würde gerne an ein paar Ratten nuckeln, wenn mal welche vor mir erscheinen würden. Na komm. Das sieht aber ganz gut aus. Ich will nicht nochmal ohne Blut in eine Mission gehen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Dann können wir Therese das Amulett bringen, theoretisch. Denn damit kann sie quasi so eine Art Exorzismus machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Geister vertreiben, die in dem Haus wüten. Wovon wir uns selbst gut überzeugen konnten. Immer noch Party hier? What can I get you, beautiful? Ja, nichts Neues. Sie haben im Ocean House ein Tagebuch gefunden. Dem Inhalt nach hat ein eifersüchtiger Ehemann wegen eines Medaillons seine Frau und seine Familie ermordet. Der mörderische Geist des Ehemanns will sie für immer hier halten. Und sie versucht wohl, ihnen zu helfen, sie zu befreien. Sie haben die Halskette aus dem Ocean House Hotel geholt, als Bezahlung für Therese, um sie zu überzeugen, ihre Fehde mit Tank zu beenden. Gucken wir doch mal, ob das klappt. Therese! Dunkle Tochter des Janus, wo bist du? Ich sehe nur die weiße Tochter des Janus, wo ich die auch gern sehe. How odd. I was just having naughty thoughts about you. You made quite an impression earlier. Did you come up just to cheer lonely little me? Ich suche nach der dunklen Tochter, jener aus Obsidian. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Ich habe einen Unterpfand für die Tochter der Dunkelheit. Ooh, can I see it? Und an dieser Stelle sollte man eine Sache nicht machen, wenn man das erreichen will, was ich erreichen möchte. Nämlich Jeanette den Anhänger zeigen, weil zeigen heißt hier geben. Man gibt ihr den Anhänger. Und sie macht damit Sachen, die wir nicht wollen, dass sie damit macht. Und daher, nur für die Augen deiner Schwester. I'm not just some silly doll, you know. All my life my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? Ich durchschaue dich, weiße Tochter.
Aber ich werde dir trotzdem nicht das Medaillon geben. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, that's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers. Ich könnte sie immer noch geben. Nein. Mein Herz ist offen. Aber deine Hand wird nicht erhalten, was du verlangst. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for two lifetimes? Can you? Sie gibt einfach nicht auf, ey. War die letzte Antwort, ey. Vergebung, weiße Herrin, ist dies doch nur für die andere. Fine, you hold on to it. Since you are so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for little troubled me? Man merke, wie schnell sie umschwingt in ihrer Stimmung. Wollte uns da wohl jemand manipulieren? Ich weiß gar nicht, ob das, was jetzt kommt, ob man das ausschlagen kann. Ah, ich würde das gerne mal testen, aber ich will was Bestimmtes erreichen. Merkt euch mal die zweite Antwort. Deine mädchenhafte Charade bietet mich an, sagt die Wahrheit. Ich habe so das Gefühl, das ist wieder so eine malkavianische Einsicht, die ich wirklich gerade gerne nehmen würde. Weil ich weiß ja, dass sie uns jetzt mit was reinlegt. Aber ich habe sie jetzt schon abgelehnt, indem ich ihr das Medaillon nicht gegeben habe. Und für das, was ich erreichen will, muss ich ihr wenigstens einen Gefallen tun. Mit welcher Tat könnte ich wohl das Kind an einem Regentag belustigen? Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. Welch niederträchtige Tat für diesen zerbrochenen Verstand. I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. So ist der Schlitzen nun all mein Streben. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up! I can only amuse myself for so long. Ich werde beim Schneiden und Metzeln nur an dich denken. Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well, have fun, Duckling. All alone. Gott, die Gesichtsanimationen sind so gut bei den Hauptcharakteren. Should I draw a map for you? The gallery's right down the street. All alone. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir an Therese Rechner können, weil sie eh gerade nicht da ist. Gucken, ob wir uns reinhacken können. Nee, so nicht. Aber vielleicht mit Auspecs. Ach, kann ich gar nicht, weil es ein Elysium ist. Hier darf man keine Disziplin benutzen. Tschüss, Janet. Könnt ihr jetzt einen Screenshot von ihm machen und wieder ein Meme basteln? Every time someone mentions it, somebody will reinstall it. Das stimmt einfach. Es ist ein Meme, aber es stimmt einfach. Jedes Mal, wenn jemand Bloodlines erwähnt, wird es jemand anderes erneut installieren. Woo! Juhu! Okay. Eat my
safe alive. So, Jeanette war so freundlich, uns für diesen Auftrag, wo wir die Gemälde zerschlitzen sollen, ein Messer zu geben. Das heißt, wir müssen dieses Messer gar nicht bei Trip kaufen. Ob vergünstigt oder nicht, wir müssen es nicht kaufen, wir kriegen es geschenkt. Das Ding ist aber, das Messer hat Nahkampfanforderungen 4. Das heißt, wenn wir das Ding auch in Zukunft mit vollem Schaden benutzen wollen, brauchen wir Nahkampf Stufe 4 quasi und aktuell sind wir bei 3. Und ich werde das mal leveln, denn wir werden es früher oder später brauchen und ich mag das Messer. Ich würde es gerne ordentlich benutzen können. 3 Erfahrungspunkte auf Nahkampf oder Körperkraft? 8 Erfahrungspunkte, nee, da überlege ich nicht. 3 Erfahrungspunkte auf Nahkampf. Dadurch haben wir bewaffneter Kampf auf 4. Und dann kann ich das Messer auch direkt mal auf einen schnellen Schnelltaste legen. Ich mag das Messer, hätte ich schon mal gesagt. Das passt so zur Crazy Balkaviana Mörderbitch. So. Zimmern wir mit dem Hauptquest gleich weiter. Eigentlich könnte man mal eine reine Hauptquest-Folge machen hier, ne? Wir haben ja noch den Nebenquest von, wie heißt der? Von Nox, wo wir diesen asiatischen Vampir verfolgen sollen und töten sollen. Das können wir zum Schluss machen. Wenn wir hier in der Gegend mit den Hauptquests fertig sind. Und ja. Soweit können wir erstmal fortfahren. Wir haben in der Klinik noch die Drogen und das Werwolfblut, was wir holen müssen. Aber auch das können wir mal zum Schluss machen. Jetzt kommt was Interessantes. Denn das hier ist die Galerie Noir. Die Tür ist verschlossen, man kann sie knacken, aber meistens sieht das jemand. Vor allem, wenn hier der Polizist vorbeikommt, dann hat man ordentlich Ärger am Hals. Und es gibt aber auch noch einen Hintereingang, den man benutzen kann. Hey, 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 hold on a minute there. I'm afraid you are committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. In welchem Moment man von Officer Hank hier angesprochen wird? Nee, Hank heißt er nicht. Fällt sein Name gerade nicht ein, aber den kriegen wir noch raus. Ha! Huh. Ich kann ihn nur stehen lassen, ne? Ich kann hier die ganze Nacht stehen. Melden Sie ruhig. Ah, I see. You must be one of those derelict types. Forgot to take your medicine today, huh? Did you? Listen, you go over to the homeless shelter a few blocks over, and they'll fix you up with a cheese sandwich and a glass of Kool-Aid. Ich könnte ihm meinen Wahnsinn einfließen lassen, aber das ist ziemlich fies an der Stelle und ich mag ihn eigentlich. Denn was ich ihm einfließen lassen würde, wäre, ihr Hirn wird an der Leere ihres Lebens zerschellen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich böse. Ich bin ja auch eine gemeine Bitch in diesem Playthrough, ne? Aber es gibt so ein, zwei Charaktere, die kriegen einen freien, die kriegen eine Freikarte von mir und die verschone ich damit, in ihren Gedanken rumzufuschen. Und wenn ich es anders hinkriege, probiere ich es bei ihm anders. Sie sind eine Aushilfswache mit einer billigen Blechkrone. The shelter's down the street there. You leave me alone, so I can do my job. Oh, ich muss ihn gar nicht mit ihm rumfummeln. Weil man kann ihn, ich glaube, wenn ich bei ihm Wahnsinn ihn eingetrichtert hätte, dann hätte er uns den Schlüssel gedroppt für die Galerie. Aber das braucht man gar nicht. Wenn man andere Fertigkeiten hat. Ich bin sogar stark genug, hier die Rohre abzureißen. Dazu später mehr. Weil hier kann man unbemerkter reinhacken, ja. Die Tür knacken. Und die hat nur eine Schwierigkeitsstufe 1, das schafft jeder, ey. Und dann gehen wir mal rein. Weil dann brauchen wir ihm den Wahnsinn nicht einfließen, um ihm den Schlüssel abzunehmen. In die Galerie gelangt, ohne jemanden zu töten. Ja, das spricht für mich. Und jetzt haben wir hier 4 Gemälde. Kein wird von Gott verflucht.
Kein. Oh, ich habe schon wieder vergessen, was Burns heißt. Ich werde es einblenden. Kein. Lilith. Kein tötet Abel. Und kein trifft Lilith. Das Ding in dieser Welt von Vampire the Masquerade, die Vampirmythen oder die Vampire haben hier so ihre eigenen Mythen. Und es geht so ein bisschen darauf zurück, dass der erste Vampir Kain war, der, also der biblische Charakter, der quasi seinen Bruder umgebracht hat und dann von Gott verflucht wurde. Und dass er zum ersten Untoten wurde und aus ihm alle Vampire mehr oder weniger entstanden sind. Dass er quasi die erste Generation war und dann immer weitere Vampire entstanden sind. Er ist quasi in den Mythen der Welt hier der oberste Obervampir. Und dazu später aber noch mehr. Ding ist, man kann die Gemälde nicht einfach zerschlitzen, denn da liegt ein Schutzzauber drauf, wie ihr seht, der uns sogar Blut abzieht, wenn wir es falsch machen. Wir müssen das jetzt in der richtigen Reihenfolge machen. Nämlich ungefähr so, wie es in der Bibel steht, oder die Reihenfolge. Und ich glaube, das erste ist, Kain tötet Abel. Genau. Dann wird er von Gott verflucht oder verstoßen. Dann trifft er auf Lilith. Und später mögen die sich nicht mehr ganz so und es sieht so aus, als ob er sie umbringt. Wahrscheinlich war er doch schon halb untoter. Aber das war noch nicht alles. Der Schutzzauber sorgt dafür, dass Mr. Blutwächter hier auftaucht, wenn wir es richtig machen. So, Massenwahn und Blut macht. Und dann müsste ich ihn klein kriegen. Weil das ist so eine Stelle, wo man die Kampffähigkeiten das erste Mal richtig gefordert werden. Weil der hat es nämlich ganz schön drauf. Hat es funktioniert? Ich hoffe es. Aha, mach schnell. Und los! Oh, haut der rein, der Junge! Haut der Typ rein, aber ich habe ja noch Blutheilung, ne? Meine Fresse. Wow, Blutheilung hält ja nicht mehr so lange wie früher. Das haben die irgendwie verändert. Alter! Ich krieg den ja gar nicht klein mit meinen aktuellen Talenten. Puh, ich glaube, da muss ich ein bisschen schummeln. Kann ich noch einen Treffer ab? Ich riskier's nicht. Ich schluck mal das Blutpack, was ich noch dabei habe. Und heile mich noch ein bisschen. Ja, also das ist so ein bisschen, man muss stark genug sein, um ihn... Ja, entspann dich mal, Junge. Man muss stark genug sein, um ihn so richtig in Grund und Boden zu hauen. Oh, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh, das wird eng. Schlag zu! Ich kann mich nochmal heilen, ne? Er darf mich aber nicht nochmal treffen. Ohne dass ich ihn angreife. Das wird eng. Ja, ich weiß, dass mein Blut ganz schön niedrig ist, aber der Typ soll mich nicht gleich wieder töten. Ja, komm, komm! Komm einmal noch! Oh, huh. Das war knapp! Holy shit! Das war knapp. Man könnte meinen, Jeanette wollte uns loswerden. Aber ich glaube, sie wollte Therese wirklich was auswischen. Und Therese hat hier nur so einen Schutzzauber draufgelegt. Meine Fresse. Hat uns aber auch glatt nochmal, boah, ordentlich Erfahrungspunkte, die wir wieder gekriegt haben hier. Jeanette hat ja noch gemeint, wir sollen die Spendenkasse stehlen, ne? Da verlieren wir Menschlichkeit und kriegen, weiß ich nicht, 200, 300 Dollar. Aktuell haben wir 800 Dollar, also wir brauchen es nicht wirklich. Und ich bin zwar gerne fies zu Menschen, aber ich will nicht, wer weiß, für was die Spenden sind, für irgendwelche Kinder oder so. Selbst die Gemeinheit meiner gemeinen Bitch hat ihre Grenzen so. Und wir gehen wieder schön unauffällig hinten raus, weil es könnte sein, dass wir gleich in Raserei geraten, weil unser Blut echt niedrig ist und unsere Lebensenergie genauso. Und sollten wir in Raserei geraten, greifen wir wahllos irgendwen an.
Das Gute ist, dadurch, dass wir stark genug sind, konnten wir diese Rohre rausbrechen. Das ist auch von einem Skill abhängig. Ich glaube, von waffenloser Kampf oder so. Und können diesen Rückweg nehmen, der uns nicht an Menschen vorbeiführt. Und hier irgendwo ging es auch in die Kanalisation, genau. Jetzt können wir nämlich ein, zwei Ratten aussaugen, um nicht gleich völlig durchzudrehen, wenn wir auf der Straße rumlaufen. Ich würde zwar euch gerne auch mal das Tier zeigen in dem Spiel, aber absichtlich will ich es auch nicht provozieren. Wenn unsere Lebensenergie hoch ist, dann hilft das schon mal immens. Auch wenn die Ratten nicht so viel Blut geben. Sind wir schon mal nicht mehr total ausgehungert. So ein, zwei Rädchen noch. Nom, 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 nom. Und dann geht das schon wieder. Aber das war knapp. Das war wirklich sehr, sehr knapp. So, bevor wir aber zu Jeanette zurückgehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit heute vergangen ist schon hier während der Aufnahme. Ich habe nicht drauf geguckt. Verdammt. Verdammt. Aber ich glaube, wir sind schon wieder gut drin in der Zeit, ne? Corruption of the soul is pandemic. There is no hiding your true face to the judge of souls. Das ist irgendwie die Glitchstelle hier. Genau an dieser Stelle funktioniert nie die Animation. Das ist sehr, sehr seltsam. Aber egal, uns geht's wieder gut. Ich gehe nochmal in unser Apartment zurück. Vielleicht gibt es da noch was Neues. Denn ich würde gern erst in der nächsten Folge zu Jeanette zurückgehen. Darf ich mal durch, danke. Oder probieren wir noch die Drogen zu holen? Nee, das machen wir heute nicht mehr. Wir haben ja relativ viel geschafft wieder. Ich würde ja erst gerne beim nächsten Mal zu Jeanette zurückgehen. Das hat Gründe. Die, die das Spiel kennen, wissen schon warum und wieso. Weil ich bestimmte Sachen nicht... mit Unterbrechung machen möchte. Wir haben noch zwei Blood Packs im Kühlschrank. Können wir mal eins mitnehmen. Und ansonsten haben wir keine neue E-Mail, schade. Gibt's im Fernsehen noch was Neues? Warning, who says he smelled it a mile away. The mystery creature is thought to be some form of giant octopus. Though marine biologists that have examined the monster have commented that they have never seen anything like it in the cephalopod family before. They speculate that it could be from a yet undiscovered family of sea creatures. Actor Ash Rivers is lucky to be alive after his car crashed into the gate at Parasite. Ah, nee, nicht so interessant. Gerüchten zufolge soll ja auch eine ziemlich coole Radioshow laufen. Ich glaube, die werde ich euch auch mal geben. Die ist ziemlich cool gemacht, aber da muss ich ein bisschen Arbeit reinstecken, damit die auch jeder genießen kann. Dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, denke ich. Ich werde jetzt noch ein bisschen in meiner pissfleckigen Apartment-Hölle chillen. Ein bisschen vor meinem Laptop, weiß ich nicht, Solitär spielen oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir nämlich zu Jeanette gehen. Und den Quest, welcher war's? Boah, ganz schön voll das Questbuch mittlerweile. Ach, ist schon unter erfüllte Quest. Sie haben für Jeanette die Gemälde aufgeschlitzt und dabei möglicherweise ein künstlerisches Statement abgegeben. Ich frage mich wirklich, ob man diesen Quest total ablehnen kann. Ich habe ihn immer genommen. Aber wenn man bedenkt, wie schwer es ist, dieses Vieh zu besiegen, ne? Weil man da wirklich einen hohen Kampfskill braucht. Und gerade am Anfang gibt einem das Spiel wirklich die Wahl. Also schwere Kampfsituationen kann man wirklich völlig vermeiden. Daher würde mich mal interessieren, ich habe es noch nie gemacht, aber kann man diesen Quest völlig ablehnen? Dass man ihn gar nicht macht? Wenn das jemand weiß, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Obwohl ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil der
im Grunde was in Bewegung setzt, was auch ziemlich wichtig ist, was ihr in der nächsten Folge sehen werdet. Denn ich glaube, in der nächsten Folge werde ich es schon krachen lassen. Oder? Mache ich's? Oder zögere ich das noch ein bisschen hinaus? Ah, ich überlege mir das noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Masquerade Bloodlines. Bis dann.